Natürlich wussten wir, dass nach dem Spiel am Samstag und unserem Sieg am Sonntag eine sehr, sehr große Euphorie entstehen wird. Wir haben die Mannschaft am Montag auch dazu nochmal gesprochen. Ich habe selber zur Mannschaft nochmal gesprochen, um ein paar Dinge einzuordnen, um diese Woche auch sehr fokussiert anzugehen. Aber natürlich weiß ich auch, dass das eine sehr, sehr verrückte Woche sein würde. Ich glaube, grundsätzlich ist die Strahlkraft von Borussia Dortmund sehr, sehr groß. Nicht nur, weil wir ständig in der Lage sind, neue Talente jedes Jahr zu produzieren und immer wieder auch davon reden, dass wir womöglich die besten Spieler bei Borussia Dortmund in einem gewissen Segment auch immer wieder hier hatten. Aber Titel zu gewinnen ist natürlich für einen Club unglaublich wichtig. Wir haben das zwischendurch immer mal mit einem DFB-Pokal geschafft, aber seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 2012, das letzte Mal mit der Meisterschaft. Und deswegen würde es schon was bedeuten, diese Dominanz der Bayern nach so vielen Jahren auch mal zu durchbrechen, auch zu zeigen, dass wir nicht nur Zweiter in dieser Situation sind, sondern dass wir auch deutscher Meister werden können. Und das nach 34 Spieltagen dann absolut verdient. Und daran arbeiten wir. Es wäre ein großer Aufschlag sicherlich auch für uns und macht einiges leichter. Aber ich würde wirklich jetzt vorschlagen, lassen wir erstmal den einen Schritt nach dem anderen tun und dann werden wir sehen, wie die Entwicklungen ablaufen.